Ja, der November steht vor der Tür und das heißt, wir können uns gemeinsam in diesem Video ganz, ganz viel vorfreuen. Denn es geht um die Neuerscheinung im November und Vorfreude ist die schönste Freude. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht's um die Neuerscheinungen für den November 2023. Ja, die neuen Bücher, die uns erwarten in den kommenden Novemberwochen. Und ich bin natürlich wie jeden Monat, wie jeden Anfang vom Monat maximal voller Vorfreude und gehypt, was für tolle Bücher da so alle erscheinen. Und auch im November reißt es nicht ab mit dieser Hype Strähne, dass gefühlt jedes zweite Buch mich anspricht und ich richtig viele haben will und ja, richtig, richtig viel kommt. Im Dezember, kann ich euch ja jetzt schon sagen, kommt auch viel Tolles, aber es wird zumindest etwas weniger sein. Also es wird endlich mal wieder übersichtlicher sein im Dezember. Also irgendwie jedes Jahr, dass im Dezember ein bisschen weniger ist, aber jetzt im November lassen es die Verlage nochmal ordentlich krachen, was die da rausschießen. Ja, in diesem Video zeige ich euch die Bücher nacheinander chronologisch, von Anfang bis Ende des Monats November, wie sie erscheinen, nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien. Ich blende euch neben mir die Cover mit allen relevanten Infos ein und unten in der Videobeschreibung habt ihr nochmal alle Büchlein wie gewohnt verlinkt, dass ihr auch nochmal in Ruhe die Klappentexte durchlesen könnt, auf die Wunschlisten packen, vorbestellen, whatever wie ihr möchtet. Und ich werde euch einige der Klappentexte vom Handy ablesen. Manchmal spreche ich auch frei, wenn ich auswendig weiß, worum es in dem Buch geht oder wenn es ein Folgeband ist. Ihr seid das ja gewohnt. Ich wiederhole es nur immer wieder gerne am Anfang der Neuerscheinungsvideos, falls jemand neuer über das Video stolpert. Solltest du neu gestolpert sein, dann kannst du gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten geht es, wie gesagt, wie immer, wie gewohnt, jetzt los. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig vor auf den November, ja. Also ich bin so richtig hyped. Es war September und Oktober schon richtig, richtig krass, was kommt. Aber im November eben reißt es nicht ab. Deswegen, es ist eigentlich so gut wie jede Woche, kommen Bücher raus, die ich haben will. Das ist wirklich schlimm. ja. Also ich würde sagen, wir fangen an, denn das Video wird wieder sehr lang werden. Ihr seht ja schon, wie lang das Video ist. Ich eher noch nicht. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht und freut euch so wie ich auf dieses Video. Wir fangen gleich mal an. Am 1. November, am allerersten Novembertag, erscheint gleich was, was eher so Thriller-mäßig ist und jetzt nicht so mein typisches Genre, was ich so lese. Aber ich wollte es mit ins Video nehmen, weil es echt cool klingt. Und das Buch heißt passend November von Thomas Olde Heuwelt. Das dürfte, ist das ein Schwede? Keine Ahnung. Also vom Namen her könnte es auch ein Holländer sein. Ich weiß es jetzt nicht, ja. Aber das Cover finde ich irgendwie cool mit diesem Galgen, der da mittendrin im November hängt und eine Straße auf einer Stadt im Dunkeln. Sieht halt sehr thrillermäßig natürlich aus. Und ich fand das Ganze so gut, dass ich es unbedingt mit reinnehmen wollte. Denn darum geht's. In Lock Haven, einer beschaulichen kleinen Stadt in Washington State, gibt es eine ganz besondere Straße. Die Bird Street. Wer in der Bird Street wohnt, ist erfolgreich, wohlhabend, gesund und glücklich. Die Kinder allesamt ausgeglichen, wohlerzogen und klug. Zumindest für 11 Monate im Jahr. Im November jedoch brechen die dunklen Tage an. Pech, Misserfolg und Krankheit halten Einzug. Im November kommt der Fremde in die Bird Street, um bei den Bewohnern die Schulden einzutreiben. Im November ist die Zeit gekommen, den Preis für all das Glück zu zahlen. Denn es kehrt erst zurück, wenn ein Menschenleben geopfert wird. Es klingt also nach einer verwunschenen Straße, schon so nach übernatürlichen Touch natürlich auch, dass im November wirklich alles schief geht und ganz Schreckliches passiert und eben ein Leben gefordert werden muss, dass den Rest des Jahres, ja, die total in Wohlstand und Glück leben. Ja, opfern die das freiwillig oder wie genau kam es dazu? Es klingt schon richtig gut. Bei mir wird das nicht gleich einziehen, weil ich einfach kein Leser von solchen Thrillern bin, wie so eben auf Einzelfälle. Ich behalte es aber im Blick, ich bin mega gespannt auf die Rezis dazu. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das was ist, was ich vielleicht früher oder später mal lesen würde. Das Ganze hat 640 Seiten, also ist schon ordentlich dick. Kommt im Heine Verlag raus und ich bin da eigentlich guter Dinge. Also
klingt davor. Stell dir vor, du besitzt alles Glück der Welt, aber im November zahlst du den Preis dafür. Ja, wie weit würde man gehen? Würde man sich selber auf so einen Deal einlassen? Das denkt man dann sicher beim Lesen auch ganz viel nach. Also ja, es hat auf jeden Fall was. So, und wir kommen jetzt gleich zum ersten Buch, das definitiv bei mir einzieht, was fix auf meiner Kaufliste November drauf steht. Das ist für mich ein Must-Buy. Nämlich am 2. November dann auch gleich, also gleich Anfang November, kommt raus Stalking Jack the Ripper von Kerry Maniscalco aus dem Piper Verlag. Kerry Maniscalco ist ja die Autorin von Kingdom of the Wicked und diese Reihe jetzt, Stalking Jack the Ripper, das sind insgesamt 4 Teile und das ist die ältere Reihe der Autoren, die eigentlich davor schon im Original auf Englisch erschienen ist, kommt aber jetzt erst auf Deutsch raus. In der ersten Auflage auch mit Buchschnitt. Ich muss sagen, die grüne Farbe, die sie gewählt haben, ist wirklich wunderschönes Smaragdgrün. Das Schwert, das sie auf der Seite im Buchschnitt drauf haben, ist jetzt nicht so mein Favorite, wenn ich mir das näher anschaue. Von der Gestaltung her finde ich es jetzt nicht so toll. Ich glaube aber, dass der Buchschnitt in Real, der hat auch so schwarze Sprenkel drauf am Grün, okay, dass der Buchschnitt in Real auf jeden Fall besser rüberkommen wird als am Bild. Und natürlich möchte ich das Buch, auch wenn es nicht das schönste Schwert der Welt ist, was da drauf ist, mit Buchschnitt haben. Ich möchte die Reihe unbedingt lesen, auch weil ich sehr Angst habe, da es in der Vergangenheit natürlich spielt, zur Zeit von Jack the Ripper, und nicht so viel Fantasy drin haben soll. Dieser erste Teil zumindest nicht. Habe ich ein bisschen Angst, weil dieses Krimi-artige ist ja nicht so meins, aber ich vertraue da komplett auf die Autorin und ihren Schreibstil, dass mich das total begeistert. Die Reihe ist im Englischen mega, mega beliebt. Deswegen hoffe ich aufs Beste. Oh, hinten, über dem Klappentext, sind so mehrere so Operationswerkzeuge von früher drauf, so eine Schere, eine Spritze und alles mögliche, das sieht ja cool aus. Das ist die grausame Fälle der Audrey Rose Reihe. Insgesamt, wie gesagt, sind das 4 Teile, was komplett schon im Englischen erschienen sind. Und darum geht es im ersten Teil. London im Jahr 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Teeverabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Creswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper befindet. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis. Also es hat natürlich einen düsteren Touch und es wird sicher Twists drin haben und ich glaube, die Autorin kann das einfach ganz, ganz toll schreiben und umsetzen und ich vertraue da wirklich drauf und das Buch zieht auf jeden Fall bei mir ein. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Piper Verlag das rausgehauen hat, dass diese Bücher jetzt rauskommen von der Autorin. Und ich finde das richtig cool. Der zweite Teil wird dann heißen Hunting Prince Dracula und wird mich persönlich noch mehr ansprechen als der erste, weil es da um Dracula geht. Aber ich freue mich da schon drauf. Wann Teil 3 und Teil 4 auf Deutsch kommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Ich hoffe aber darauf, dass die jetzt nicht so viel Abstand dazwischen haben, dass die Reihe recht zügig erscheint, weil nämlich von Kerry Maniscalco der Zusatzband zur Kingdom of the Wicked ist schon veröffentlicht, nächstes Jahr im Sommer irgendwann kommt und ich denke, dass sie die Reihe vorher vielleicht fertig machen wollen, ja, dass die vorher kommt und dann eben das neue Buch, aber ich weiß es nicht, ja, aber auf jeden Fall. Dieser erste Teil wird definitiv einziehen und ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ja, dann erscheint auch was Neues vom Autor Brandon Sanderson. Der ist ja sehr beliebt, sehr bekannt. Der hat schon ganz, ganz viel Fantasy und auch Sci-Fi geschrieben. Und es kommt was von ihm raus, was ja Fantasy mit Märchenmäßig klingt, nämlich Weit über der smaragdgrünen See. Auch im Piper Verlag mit einem echt geilen Cover. Ich mag so Silhouetten. Zeichnungen eigentlich nicht so sehr, wenn es zu grob ist, aber hier gefällt mir die Farbzusammenstellung der 4 verschiedenen Grün- und Gelbtöne sehr und ich mag irgendwie dahinter den Mond und dieses Mädchen, was auf diesem Stein steht, sieht sehr magisch aus, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Und es ist wohl das erste von Geheimprojekten von ihm. Und da kommt wohl noch mehr raus. Bin mal gespannt, wann wir da erfahren, wann da mehr kommt. Und zwar geht es darum, schon immer lebt Tress auf ihrer kargen Insel mitten in der smaragdgrünen See. Ein Ort, an dem die aufregendsten Dinge die Tassen sind, die Tress sammelt, auf die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, den Geschichten ihres Freundes Charlie zu lauschen, der langsam mehr als ein Freund für sie wird. Als Charlie während einer gefährlichen Reise verschwindet, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihren Liebsten zu retten. Zahlreiche Gefahren warten auf sie, darunter Piraten, fremde, tödliche Meere und eine böse Hexe. Wird Tress über sich hinauswachsen und ihre große Liebe retten können? Klingt richtig gut, ne? Also es klingt magisch, es klingt nach einer Geschichte am Meer, auf der See, eben auch mit Piraten und so weiter. Das gibt es ja jetzt nicht so oft im Fantasy-Bereich der letzten Jahre. Es hat was wirklich magisch-märchenhaftes. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch wegen dem Cover, wegen dem Flair, was der Klappentext versprüht. Ich glaube, dass das ein richtig tolles Buch sein könnte. Es kommt relativ teuer raus bei Piper, nämlich gebunden um 25,70 €. Was ich schon krass finde, muss ich sagen. Mit 544 Seiten. Ich persönlich werde da auf jeden Fall Rezis abwarten. Bin sehr gespannt, was da so die Allgemeinheit, die Leserschaft dazu sagen wird. Ob das bei mir einzieht, steht noch in den Sternen. Also im November auf jeden Fall noch nicht. Ich bin aber sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann eben so ankommen wird. Ja, es geht weiter am 2. November. Im Knauer Verlag erscheint da auch gleich Anfang des Monats was mich so sehr anspricht, dass es bei mir einziehen wird. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass so ein bisschen, abgesehen von den Grundthemen, die total meine sind, auch die Aufmachung des Buchs dafür spricht, denn in der ersten Auflage gibt es ganz, ganz schöne Overlay-Pages drin, zwei von den Hauptprotagonisten, und vorne der Innenklappe ist so das schönste Bild der Gruppe an Leuten, also der Protagonisten drin, ever. Es wird so geil aussehen, also besser als das Cover wird diese Innenklappe aussehen, wirklich mega. Nämlich kommt raus A Breath of Winter von Carina Schnell, die Rabenwinter-Saga Band 1. Dass es kein Einzelband ist, sondern ein erster Teil einer Reihe, war der größte Grund, warum ich gesagt habe, ich gebe jetzt eine Chance, mich sprechen die Bücher der Autorin an, und das am allermeisten, und es ist jetzt auch ein Reihenstart und kein Einzelband. Deswegen, das wird einziehen bei mir. Ich finde das Cover nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen 0815, die zwei überkreuzten Schwerter, die Schrift, aber es ist okay. Wie gesagt, die Innengestaltung wird um einiges noch viel schöner und geiler sein tatsächlich. Auch diese Innenklappe ist ein Traum. Und, man sieht auch drinnen schon die Werbung für Teil 2 in der Klappe. Cool. Ich will das haben. Ich sage euch jetzt gleich den Klappentext, und ihr werdet merken, dass der Klappentext total nach mir schreit. Midengard ist ein Ort uralter Magie, die Heimat von Hexen und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smilla und Gent einander näher. Doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent quält. Ja, es ist nordisch, es ist mit Hexen, mit Mördern, mit was war da noch? Die Götter haben sich zurückgezogen, Trolle, Wälder, es wird eher düster sein, glaube ich. Und es wird eine Gruppe an Leuten sein, die da miteinander unterwegs ist. Ich glaube, ich werde es lieben. Ich hoffe, ich mag den Schreibstil. Wenn mich der überzeugt, werde ich das lieben. Und dadurch, dass eben ein Reihenstart ist, zieht es bei mir ein. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das will ich auch nicht lang am Sub lassen. Ich will das recht schnell lesen und euch schnell eine Meinung dazu sagen. Ich glaube schon. Ich hätte richtig Bock drauf. Also aktuell tut es mich total reizen, das schnell zu lesen. Das Buch hat 512 Seiten, eine perfekte Länge für den ersten Band. Und Knauer Verlag bringt ja eigentlich auch nur gute Bücher raus, ne? Es gibt Ausnahmen immer wieder, aber die kaufen schon Gutes ein. Ja, also da vertraue ich auch ein bisschen auf den Verlag, dass das richtig gut wird. Und ja, die Aufmachung des Buchs ist wirklich
echt, also innen vor allem, richtig toll. Ja, dann kommt der neue Rheinstadt von Nina McKay raus. Das werden zwei Teile werden. Double Crush heißt der erste Teil. Der Doppelgängeragentur. Und das klingt wie so ein witziges Buch. In der ersten Auflage kommt es auch mit Farbschnitt raus. Allerdings nur Farbschnitt auf einer Seite, nicht auf allen dreien. Sieht aber sehr hübsch aus. Ich mag die Farbzusammenstellung. Ich finde es schön gestaltet. Und es ist für alle Fans von Kiss Me Once von Stella Tuck. Also es wird so romantisch-humoristisch sein. Und ich glaube mit Jugendlichen. Klingt echt ganz witzig. 448 Seiten. Und zwar geht es darum, die Ognito Inc. Agency ist die beste Double-Agentur von L.A. Hier finden Promis Doppelgänger, die sie auf Events vertreten. Collie soll die Doubles für eine Band ausbilden, dabei sind ihre Stärken Software und Sarkasmus, nicht Styling und Smalltalk. Als Collie bei einem Shooting als Model einspringen muss, knistert es heftig zwischen ihr und dem Double Lincoln. Doch dann taucht die echte Band auf und Collie ist sich nicht mehr sicher. Flirtet gerade der Doppelgänger mit ihr oder der echte Star? Also es klingt richtig lustig. Das ist kein Buch, was bei mir einziehen wird, ja. Sondern das ist sowas, dass man vielleicht irgendwie, wenn das als Hörbuch kommt, könnte ich mir vorstellen, das als Hörbuch zu hören oder halt irgendwann mal als E-Book zu lesen oder so. Also ich brauche das jetzt nicht unbedingt im Regal, weil es für mich eher wie was Witziges, ganz Süßes für zwischendurch klingt. Nicht wie so ein Highlight, sondern so nett witzig für zwischendurch. Aber ich bin sehr gespannt auf die Rezis dazu, weil ich glaube, dass das richtig gut unterhält, ja, dass es richtig Spaß macht auch. Wir sind noch immer recht Anfang des Monats und es kommen schon so viele raus, was ungewöhnlich ist, weil in den meisten Monaten ist eher Ende des Monats richtig viel. Und das nächste Buch kommt im Lux Verlag raus und zwar schon am 7. November, was mega komisch ist, weil der Lux Verlag immer Ende des Monats die Bücher raushaut. Also das ist wirklich special, dass es schon am 7.11. erscheint. Nämlich der neue Rheinstadt von Mona Kasten, die ist ja sehr, sehr beliebt, Fallen Princess. So betörend wie tödlich steht unten drunter. Es ist der erste Teil der Everfall Akademie. Ich glaube, es wären, hat sie schon veröffentlicht, wie viele Teile das wären? 2 oder 3? Ich bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ein Reihenstart, Dark Academia Fantasy. Das Cover ist ein Traum und es kriegt auch einen Farbschnitt in der ersten Auflage, den haben die erst vor kurzem gepostet, mit wunderschönen so rosa, schwarz-grauen Blumen, Blüten rundherum. Ich habe hier kein Bild. Ich werde euch das wahrscheinlich ohne Farbschnitt einblenden müssen, weil außer ich finde eins, ich kann es euch jetzt nicht sagen, ihr seht es ja. Entweder ich habe ein gutes gefunden, dann ist es hier mit Farbschnitt, ansonsten das normale Cover. Ihr könnt auf Instagram beim Lux Verlag schauen, da gibt es schon Bilder mit dem Farbschnitt und auch Videos und so. Ja, das Cover an sich finde ich auch richtig geil. Ich lieb's. Ich finde es, viel ist es wahrscheinlich zu schlicht, zu langweilig, aber ich finde es mega geil. Diese Sanduhr mit dem Schädel drin, die Schrift davor. Ich mag total den Farbton des Buchs, dieses Rosé mit Grau irgendwie gemischt. Also so blass. Ich liebe das. Ich liebe das. Und ich sehe auch gerade, der Schädel hat ja eine Dornenkrone drauf. Soll das der Schädel von Jesus sein? Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mega, mega schön. Also ganz ehrlich, Leute, ist auch teilweise ein Coverkauf, bin ich auch ganz ehrlich. 432 Seiten. Und es geht darum. Als die 17-jährige Zoe King den Tod eines Mitschülers voraussieht, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Denn statt der Gabe des Heilens, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von dieser Erkenntnis erschüttert, muss sie an der Everfall Akademie den Zweig wechseln und bekommt Dylan Day Park als Mentor an die Seite gestellt. Einen Reaper, der anderen mit einer Bloßberührung die Seele entreißen kann und Zoe nun dabei helfen soll, mit ihrer neu erweckten Magie umzugehen. Doch der Tod ihres Mitschülers lässt ihr keine Ruhe. Als sie beschließt, den Fall genau unter die Lupe zu nehmen, findet sie nach und nach heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten. Allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt. Klingt das geil oder klingt das geil? Für alle, die Akademie-Geschichten mögen, ist es, glaube ich, ein Must-Buy. Ich denke schon. Ich glaube, man muss schnell sein, dass man den Buchschnitt bekommt, so vom Feeling her. Ich werde also da jeden Tag aktualisieren. Sobald es bei uns in irgendein Thalia gibt, ras ich rein und krall mir das Buch. Weil das will ich natürlich mit Buchschnitt bekommen, ist ja klar. Und auch das will ich eigentlich schnell lesen dann. Es wird sicher nichts mehr dieses Jahr.
Also der Dezember, da habe ich noch nicht im Kopf, was ich da alles unbedingt lesen will, aber wahrscheinlich wird es dann Anfang des Jahres was ich lese. Also so vom Gefühl her glaube ich, dass ich Anfang des neuen Jahres dann dazu greife. Ich hoffe, wir erfahren bald, wann Band 2 kommt, dass das nicht plötzlich wieder aus nichts geschossen wird, sondern dass man es bald erfahrt, weil dann kann man das viel besser planen, wann will man den ersten lesen, will man dann noch ein bisschen warten und anderen Büchern Vorrang geben. Aber ich habe Bock auf Akademiegeschichte und irgendwie komme ich viel weniger dazu, aktuell diese ganzen tollen Akademiegeschichten zu lesen, die jetzt so erscheinen, als ich es mir wünschen würde. Deswegen muss ich da wirklich so einen Fokus setzen, so ein, zwei Monate viel Akademie auf die Leseliste, dass ich viel schaffe, und Fallen Princess gehört auf jeden Fall dazu. Ja, dann erscheint auch noch was am 7. November, da hauen die Verlage wirklich raus, im TBJ Verlag, nämlich das neue Buch von Christopher Paolini, das ist der Autor von Eragon, nämlich Murtag oder Murtag, ich weiß nicht, wie man spricht, eine dunkle Bedrohung. Das ist der erste Band dieser neuen Spin-Off-Reihe zu Eragon. Man kann es angeblich auch unabhängig lesen, aber es ist, soweit ich das verstanden habe, alles ein riesengroßes, zusammenhängendes Übergeschichte-Universum. Deswegen werde ich das Buch wohl nicht holen, weil ich habe Eragon nie gelesen. Und ich glaube, ich würde es mögen, aber ich weiß, realistisch komme ich nicht dazu, das je zu lesen. Aber viele von euch wird das sicher sehr ansprechen. Ich finde das Cover cool mit diesem Drachenkopf und davor dieser Murtag. Man sieht, das ist ein entweder schon sehr erwachsener Jugendlicher oder wirklich ein ganz Erwachsener. Also, dass Paolini nicht mehr über Kinderprotagonisten schreibt, sondern der ist jetzt ein Erwachsener. Das Buch hat 784 Seiten. Und ich denke, dass das ein ganz tolles Abenteuerbuch wird. Die Welt ist nicht mehr sicher für den Drachenreiter Murtag und seinen Drachen Dorn. Seit Galbatoriks Sturz sind Murtag und sein Drache verhasst und von alten Völkern verachtet, obwohl sie dem grausamen König nicht aus freien Stücken gedient haben. Als ein Flüstern und Raunen durchs Land geht von brüchiger Erde und Schwefelhauch, spürt Murtag, dass etwas Böses in den Schatten von aller Gesia lauert. Damit beginnt eine epische Reise ins Unbekannte. Murtag und Dorn müssen mit allen Waffen kämpfen, die ihnen zur Verfügung stehen, um eine geheimnisvolle Hexe zu finden und zu überlisten. Eine Hexe, die so viel mehr ist, als es zunächst scheint. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden gespoilert. Ich fand jetzt nicht, dass das nach Spoiler klingt. Offenbar kommt dieser Murtag auch schon in der Eragon-Reihe vor, also so wirkt das hier, dass es eben alles zusammenhängt. Der Autor war übrigens auch bei diesem Hugendubel Book Event zu Gast und der war so sympathisch, also wirklich, der war so richtig so, okay, ich glaube, deine Bücher sind so richtig abenteuerlich und magisch und machen Spaß. Also ich glaube wirklich, dass der richtig toll schreibt. Aber wenn ich was von ihm lesen würde, dann tatsächlich sein extriges Buch, dieses Infinitas, was ja eher so Sci-Fi war. Das wäre so am ehesten das, was ich von ihm als Einstieg lesen würde und nicht Eragon, weil ich denke, dass mir Eragon jetzt, zumindest diese Anfangsbände davon, zu jung wären und ich da nicht so viel Spaß hätte, wie wenn ich das als Kind oder Jugendliche gelesen hätte. Aber das Murtag klingt ja schon, dass eben das erwachsener ist, aber da müsste man halt trotzdem die vorigen Teile lesen, um das große Ganze zu verstehen, glaube ich. So, wir haben einen kleinen Sprung jetzt endlich mal weg vom 7. zum 15. November. Und da erscheint ein Buch, was wirklich vom Design plus von dem Buchschnitt, also gestaltungstechnisch, eine 1++ von mir kriegt. Das sieht so Hammer aus. Nämlich von Maike Voss das neue Buch Sirens, das Glühen der Magiersen Heine Verlag. Das wird ein Einzelband werden, also da hat sie schon mehrmals gesagt, da ist nichts irgendwie geplant, dass da ein zweiter Teil kommt oder ein Spin-Off, sondern dass es abgeschlossen ist, diese Geschichte. Und das ist tatsächlich der einzige Punkt, der mich so ein bisschen so ängstlich macht, ob das für mich und meinen Lesegeschmack dann gut genug ausgearbeitet sein wird, weil das Buch bekommt auch nur 448 Seiten. Also ist jetzt nicht mega dünn, da kann auch schon viel passieren in so 450 Seiten, aber ich bin ein bisschen skeptisch, aber es wird wahrscheinlich eine Chance von mir kriegen und auch einziehen, aber da ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gestaltung mit Schuld, dass ich da nicht warte, sondern wenn will ich diesen Buchschnitt haben. Ich meine, ich blende ich das hier ein, schaut euch bitte dieses Cover an. Dieser Zeichenstil ist so wunderschön und der Buchschnitt dazu rundet es so toll ab und dieses Aquarium, in dem die da
wenn das Mädel da reinschaut und drunten diese Schlieren, einfach. Also da hat sich irgendwer gestalterisch selbst übertroffen, wie ich finde. Und worum geht's denn da eigentlich? Es geht um Regan Seaborn. Sie ist 21, liebt das Wasser und verdammt gute Musik. Doch seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt sie ein Leben auf der Flucht. Ihre letzte Station ist London und auch wenn Regan klar ist, dass sie nicht lange wird bleiben können, fühlt sie eine gewisse Verbundenheit mit der Stadt. Dann taucht eines Abends der umwerfend gut aussehende Penn in ihrem Leben auf und stellt es gehörig auf den Kopf. Widerwillig fühlt sie sich mehr und mehr zu dem charmanten Bad Boy hingezogen. Doch Penn ist nicht nur auf einen sexy Flirt aus. Er ist der Prinz der Artaga, mächtiger Sirenen und Regan die letzte Überlebende einer alteingesessenen Sirenenfamilie. Und nun brauchen die Artaga ihre Hilfe. Also ja, es geht hier um Sirenen, um Meermenschen und dass die Protagonistin selbst davon abstammt und auch der Love Interest so ein Meermensch ist, finde ich ganz cool, weil mit so Meermenschen, Sirenen und allem drum und dran, generell mit dem Thema Meer und Ozean und so weiter, kommt nicht so viel im Fantasy-Bereich raus, deswegen finde ich das ganz spannend. Ich habe von der Autorin schon ein Buch gelesen, das war allerdings ein New Adult Romance Buch, also es hat damit gar nichts zu tun. Der Schreibstil war aber solide, jugendlich, schnell einfach zu lesen. Deswegen denke ich, das könnte ein ganz gutes Buch werden. Ich glaube nicht, dass es ein Highlight wird vom Gefühl her, aber ich glaube, es wird so ein Buch um die 4 Sterne, ja, was gut unterhält, was Spaß macht. Ich hoffe, man wird den Typen mögen hier, dass eine coole Romance auch drin ist. Ja, also ich bin hin und her gerissen, weil es ein Einzelband ist, aber ich tendiere eher zu, ja, es darf einziehen, weil es wirklich so abartig wunderschön ist. Ich gebe es zu. So, das nächste Buch erscheint auch am 15. November und das wird wieder ein absoluter Must-Buy werden, auch mit Farbschnitt in der Erstauflage. Viele haben kritisiert, dass sie dieses Cover genommen haben. Es gibt da im Englischen mehrere Versionen vom Cover. Ich persönlich finde gut, dass sie dieses Cover genommen haben, denn es ist schlicht, aber schön und springt ins Auge. Und auch der Buchschnitt ist zweifarbig wie so eine Art Zierleiste rundherum. Und mir persönlich gefällt die Gestaltung sehr gut, auch wenn ich auch die anderen englischen Cover sehr schön finde davon. Gefällt mir das sehr gut. Ich kann nicht anders sagen, also ich finde die Entscheidung richtig, das zu nehmen. Erscheint im TBJ Verlag, nämlich Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Ja, das ist die Autorin von der Caraval-Reihe und ihr wisst ja, ich habe noch immer nicht Teil 2 und 3 geschafft. Ich habe erst den ersten gelesen, den ich aber sehr mochte. Ich glaube, die Reihe wird eine Steigerung auch haben, haben mir auch sehr viele von euch schon bestätigt. Und ich glaube, dass das hier sogar noch besser wird. Soweit ich aber verstanden habe, ist es das Spin-off zu Caraval im weitesten Sinn, also es hängt irgendwie damit zusammen. Man sollte also die Caraval-Trilogie vorher gelesen haben, bevor man das liest. Trotzdem kann ich euch vorlesen, worum es da geht. Es hat keine Spoiler auf die Caraval-Reihe drin. Es wird 480 Seiten bekommen. Und zwar geht es da um Evangeline Fox. Sie hat immer an Happy Ends geglaubt, bis sie erfährt, dass die Liebe ihres Lebens kurz davor steht, eine andere zu heiraten und ihre Träume von jetzt auf gleich zerplatzen. Um die Hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern und ihr eigenes verletztes Herz zu retten, sieht Evangeline nur einen Ausweg. Sie muss einen Deal mit Jax, dem charismatischen, aber niederträchtigen Prinz der Herzen, eingehen. Als Gegenleistung für seine Hilfe fordert Jax 3 magische Küsse, deren Empfänger und Zeitpunkt er bestimmt. Doch bereits nach ihrem ersten versprochenen Kuss muss Evangeline erkennen, dass der Handel mit einem Unsterblichen ein gefährliches Spiel sein kann und dass der Prinz der Herzen mehr von ihr will, als sie zu versprechen bereit war. Jax hat Pläne für Evangeline, die entweder das größte Happy End aller Zeiten nach sich ziehen oder die vorzüglichste Tragödie. Also ja, es klingt schon nach was anderem als Caraval, aber es spielt wohl im gleichen Worldbuilding. So habe ich es verstanden. Keine Gewähr dafür, ich habe es nur so gehört. Wenn es anders ist, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie immer bei Büchern, wenn ich Quatsch erzähle. Ich bin auch nicht allwissend, schreibt mir gerne unten rein. Ja, ich finde, es wird wunderschön aussehen. Ich bin mega gespannt. Es wird magisch und düster. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass mir persönlich das besser gefallen wird noch als die Caraval-Reihe. Aber ich möchte natürlich trotzdem die Caraval, das ist ein Zungenbrecher, die Caraval-Reihe vorher beenden, bevor ich das starte, ja, dass ich das in der richtigen Reihenfolge chronologisch lese. Ja, also es ist geplant, Caraval Teil 2 und 3 schnell zu lesen. Keine Ahnung,
wie ich das alles schaffen soll, so viele Bücher, aber es ist geplant, dass ich das hier schnell lesen kann und es wird auch sofort bei mir einziehen, allein wegen dem Buchschnitt, es wird wunderschön aussehen und ich will es haben. Ja, dann erscheint auch ein Jugendbuch im DTV Verlag von Emma Neues, Guys, Girl, Sie, Er und all das, was zwischen ihnen steht. Ich glaube, dass das ein beliebtes Buch auf Englisch ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, was jetzt auf Deutsch übersetzt wurde. Ich mochte das Cover sehr und ich wollte es gerne mit im Video haben. Mit 400 Seiten als Paperback um 17 Euro, wirklich gut erschwinglich noch. Und es geht darum, wenn du nicht den Mut für die große Liebe hast. Zwei Menschen, deren innere Probleme sie daran hindern, sich wirklich aufeinander einzulassen. Die lebenslustig wirkende Ginny, die in die WG ihrer besten männlichen Freunde zieht, obwohl es in deren Gesellschaft ungleich schwerer ist, ihre Essstörung zu verbergen. Und Adrian, der seit dem frühen Tod seines Vaters ein Meister im Unterdrücken von Gefühlen ist. Schnell kommen die beiden sich näher. Doch mehrfach, nämlich immer dann, wenn es ernst zu werden verspricht zwischen den beiden, weiß Adrian Ginny von sich. Also beide haben ordentliches Päckchen zu tragen und ja, psychische Probleme und ja, eine Romance zwischen ihnen wird entstehen. Ich finde eigentlich das Thema ganz cool, dass sie in so eine Männer-WG zieht als Frau. Finde ich spannend, wenn das gut geschrieben ist. Auf jeden Fall klang es gut und interessant und ich wollte es euch gerne auch hier vorstellen. Ja, das wird bei mir nicht einziehen. Ich bin sehr gespannt aber auf die Bewertungen dazu. Ja, und der TV Verlag muss natürlich noch einen anderen raushauen, nämlich in den Fantasy-Bereich rein. Wobei das ganz, ganz speziell klingt. Nämlich kommt auch raus ein wunderschönes Cover. Boah, das ist wirklich, boah, ein Traum auch. Von Susan Strokes Chapman, das Erbe der Pandora Blake. Steht auch drauf, Sunday Times Bestseller. Also das sieht so unglaublich schön aus mit diesem Paradiesvogel, der da auf dem Titel sitzt und rundherum fast wie ein Rahmen diese goldenen Schlieren. Und also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn es einzieht gleich, ist es definitiv ein Coverkauf. Es wird 23,70 Euro als gebundenes Buch kosten, 448 Seiten haben. Also schon, ja, ist schon teurer, aber es ist wirklich die Aufmachung. Machen wir uns nichts vor, DTV. Wenn sie es wollen, können sie es auch einfach. Ne? Die hauen halt wirklich Prachtbücher raus vom Aussehen her. Es klingt nach was ganz Eigenem, nach etwas, was ich jetzt nicht so unbedingt viel lese, aber ich denke, es könnte sehr gut sein. Ein Familiengeheimnis im atmosphärischen London um 1800. Ja genau, es spielt nämlich in der Vergangenheit und da lese ich persönlich ja nicht so gern. Pandora Dora Blake lebt bei ihrem Onkel Hezekiah, der das einst glanzvolle Antiquitätengeschäft ihrer verstorbenen Eltern führt. Sie träumt von einer Zukunft als Goldschmiedin, um der Enge ihrer Welt und ihrem lieblosen Onkel zu entkommen. Als Dora entdeckt, dass Hezekiah eine geheimnisvolle griechische Vase im Keller des Geschäfts versteckt, wird sie neugierig. Sie versucht mehr über diese Vase herauszufinden und bittet den jungen Buchbinder und Hobbyarchäologen Edward um Hilfe. Doch ihre gemeinsamen Nachforschungen lassen Dora alles, was sie über ihre Familie weiß, hinterfragen. Und die Geheimnisse, die Dora und Edward enthüllen, bringen die beiden zunehmend in Gefahr. Ja, der Klappentext klingt mysteriös und auch spannend und abenteuerlich eigentlich auch, aber ich weiß nicht, wie viel so richtig Fantasy-Elemente da drin sein werden. Da steht auch Roman drauf. Also ich glaube, das wird gar nicht so viel Fantasy enthalten und das ist das, was mir Angst macht. Wobei das klingt eben nach so einem Abenteuer à la Indiana Jones, aber so ein bisschen mehr mit Rätseln und mysteriös, versteht ihr? Also ich könnte mir das schon sehr spannend vorstellen auch. Ich schaue jetzt mal die Bewertungen auf Englisch an. Das hat von 1525 Bewertern insgesamt einen Durchschnitt von 4,2 Sternen auf Englisch. Das ist schon sehr gut. Könnte tatsächlich einziehen, muss ich euch sagen. Das ist so ein Wackelkandidat aktuell bei mir wegen dem Preis und der Menge an Büchern. Ich glaube, das ist so ein Buch, das für ganz viele gar nichts ist und für viele dann ein Highlight wird, dass das so die Gemüter spaltet. Und ich befürchte, also ich weiß nicht, auf welcher Seite ich dann stehen würde. Dadurch, dass das ohne Buchschnitt kommt, könnte es sein, dass ich so ein bisschen abwarte, so ein paar Wochen, die Rezis, und dann, was man so in den Rezis rausliest, entscheide, ist das eher was für meinen Geschmack oder nicht. Aber es würde mich schon sehr reizen, muss ich auch gestehen. Also, ja, das Cover ist halt wirklich absoluter Traum. Also, Bombe einfach.
Ja, am 21. November kommt dann auch was raus, was in die Richtung klingt. Also natürlich nach anderen Themen, aber vom Gefühl her habe ich bei dem Buch ein ähnliches Feeling als bei dem von jetzt gerade davor. Nur dass jetzt gerade davor ist ein Stück weit weiter oben, dass ich sage, wow, interessiert mich schon sehr. Und das hier, da bin ich eher so zwiegespalten, noch mehr. Nämlich von Sarah Penner, Die geheime Gesellschaft aus dem HarperCollins Verlag. Auch sehr schönes Cover, muss ich sagen. Gefällt mir gut mit dieser Kerze, dem Spiegel. Sieht sehr mysteriös, düsterer aus. Ich weiß nicht, ob das ein Reihenstart und ein Einzelband ist. Das weiß ich beim vorigen Buch auch nicht. Ich glaube aber, dass es ein Einzelband ist, tatsächlich. Das hier wird 400 Seiten haben. Und zwar geht es hier um 1873. In einem verlassenen Chateau außerhalb von Paris hält die Spiritualistin und Wahrsagerin Vaudeline Delair düstere Seancen ab. Sie ist weiterhin bekannt für ihr Talent und ihre Dienste werden gleichermaßen von Verwitweten wie von Gesetzeshütern in Anspruch genommen, um Kontakt zu Mordopfern aufnehmen und deren Mörder zu finden. Mega geiles, spannendes Thema. Die junge Lena Wickes ist nach Paris gekommen, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären, wobei sie erst ihre Vorurteile gegenüber dem Okkulten überwinden muss. Als dann Vaudeline für eine Mordermittlung nach England gerufen wird, begleitet Lena sie als Gehilfin. Doch während die zwei Frauen versuchen, mit der exklusiven und ausschließlich aus Männern bestehenden Geheimgesellschaft Seance Society zusammenzuarbeiten, kommt ihnen langsam der Verdacht, dass sie nicht nur ein Verbrechen aufdecken sollen, sondern selbst in eines verwickelt wurden. Es klingt sehr cool, aber was eher für mich als Film oder Serie funktioniert, ich weiß nicht, ob es für mich persönlich als Buch funktioniert, aber ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren. Das Buch kommt als Hörbuch raus und ich habe mir schon gedacht, dass ich da in den Anfang des Buchs mal als Hörbuch reinhören werde, wie das so geschrieben ist, wie das so aufgebaut ist, und wenn mich der Anfang überzeugt, dass ich mir dann eventuell das Buch holen und lesen will, oder dass es vielleicht so ein Buch ist, was ganz gut als Hörbuch geht und dann höre ich es als Hörbuch weg. Ich bin da noch ja, ganz unentschlossen, aber spannend klingt es auf jeden Fall. Also diese Seancen abhalten und dann eben auch zur damaligen Zeit Polizisten helfen bei der Mordermittlung durch diese übernatürlichen Seancen, durch dieses Okkulte, finde ich schon mega, mega cool. Ja, der Lux Verlag hat sich irgendwie im November gedacht, obwohl wir eigentlich meistens New Adult Romance bringen, bringen wir im November nicht nur ein Fantasy-Buch raus, nämlich das von vorher von Mona Kasten, sondern wir kaufen auch noch eins aus dem Englischen ein und bringen das im gleichen Monat raus, nämlich von M.K. Lobb, Seven Faceless Saints, die verbannte Macht. Das ist der erste Teil. Ich glaube, es werden zwei Teile werden. Cover wurde übernommen und nur so ein bisschen abgeändert, wie der Lux Verlag das oft macht. So ein bisschen farblich verändert. Ich finde es sehr cool. Es sieht sehr, sehr cool aus. Dieses Gebäude und da über dieses Gesicht mit Kapuze und blutigen Augen. Und ja, es sieht schon wirklich cool aus. Und ich finde, der Klappentext klingt auch gut. Allerdings werde ich da die Rätsel abwarten, da ich leider komischerweise bei den Fantasy-Büchern von Lux, was so im letzten Jahr rauskamen, wo ich mich ja gefreut habe, dass die mehr Fantasy wieder einkaufen und so, bei den Büchern, die ich gelesen habe, enttäuscht wurde. Und deswegen weiß ich nicht, ob das Buch nicht auch für mich nichts wird. Ich glaube, es wird sehr viel Krimi-Aspekte auch drin haben. Es klingt mega, mega gut. Und zwar in Ombrazia können nur die Magiebegabten Macht erlangen. Die einfachen Leute werden im Krieg als Kanonenfutter verheizt. Ross verfügt zwar über Magie, hasst aber die Oberschicht zutiefst. Sie will ihren Vater rächen und Gerechtigkeit für das einfache Volk. Als ein Mädchen tot aufgefunden wird, kommt Ross einer rituellen Mordserie auf die Spur. Und ausgerechnet ihre Jugendliebe Damien, der von der Front zurückgekehrt ist, steht ihr als einziger zur Seite. Damien, den sie hassen möchte, dessen Vater den ihren töten ließ, doch dunkle Mächte sind im Spiel und nur wenn sie zusammenarbeiten, haben sie eine Chance, um Brescia zu retten. Und bald kann Ross sich nicht mehr einreden, dass sie keine Gefühle mehr für Damien hat. Also ja, der Vater von ihm hat den Vater von ihr ermordet oder morden lassen und trotzdem gibt es eine Romance, sehr spannend, hat so ein Enemies to Lovers Vibe auf jeden Fall drin, meiner Meinung nach. Rituelle Mordserie, immer spannend sowas zu miträtseln, was steckt da dahinter, was für Rituale, warum, wieso. Ja, ich glaube, es wird so einen Krimi-Aspekt drin haben. Ich bin da sehr, sehr unsicher. 448 Seiten. Also bei mir zieht es nicht gleich ein, obwohl es natürlich total
eigentlich nach mir schreien würde, aber das Krimi-Zeug ist ja nicht so meins, sondern wenn, dann eher wirklich so Horror oder Psycho-Thriller, sowas, ne? Das glaube ich wird es nicht sein. So Krimi mit Fantasy ist immer ein bisschen schwierig, außer es ist Crescent City, was ich liebe, aber ansonsten ist es schwierig für mich. Ja, deswegen warte ich die Rätsel hier ganz bewusst ab, werde das Buch aber nicht aus den Augen verlieren, sondern wirklich ja alle paar Wochen mal schauen, wie schauen die Bewertungen so aus, und dann entscheiden, gebe ich da eine Chance oder eher nicht. Ja, im Lübbe Verlag kommt auch ein neuer Fantasy-Reihenstart raus. Es werden wohl zwei Teile werden. Die magische Bilderreihe von Akram El-Bahai. Der erste Teil wird heißen Magische Bilder, die verschollenen Meister. Und ich muss sagen, das Cover finde ich okay, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, mir würde es besser gefallen, wenn da nicht so ein halb, nicht verwischt, aber so halb ausgeblurrtes Gesicht hinten wäre, sondern wenn das ein bisschen schlichter wäre, einfach diese Blautöne und davor dieser Ring da, fände ich ein bisschen cooler und der Ring irgendwie mehr zentral, aber sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Erscheint als Paperback um 18,50 und, okay, wenn man die zwei Cover dann aneinander hält, ist ein kompletter Ring drauf und ein Gesicht, was nach links und eins, was nach rechts sieht. Okay, wenn man den nebeneinander stellt, wird das cool aussehen. Das ist cool. Okay, ich nehme es zurück. So, wenn man beide Bücher nebeneinander betrachtet, sieht es cool aus. Und das klingt nach was Speziellem. Hat allerdings 368 Seiten, nur der erste Teil. Und zwar geht es darum, als der 20-jährige Art in einem Laden auf ein Foto stößt, das die Hinrichtung von Ludwig den 16. zeigt, gerät sein Leben aus den Fugen. Erst recht, als er erfährt, dass 5 weitere dieser Bilder existieren, die vergangene Ereignisse lange vor der Erfindung der Fotografie zeigen. Einst wurden die Meister der 6 magischen Familien, die den großen Königshäusern dienten, mit einem Zauber in diese 6 Fotografien verbannt. Als kurz darauf der Laden von finsteren Inquisitoren überfallen wird, die das Foto stehlen wollen, wird Art vollends in eine unglaubliche Verschwörung verstrickt. Offenbar will jemand die gefangenen Magier befreien. Und Art ist der Einzige, der die Bilder öffnen kann. Also es klingt schon cool, nach einer coolen Idee. Ja, Fotografien von Zeiten, wo es noch keine Fotografie gab und da drin sind Magier gefangen und er selber kann die irgendwie rausbefreien. Und vor allem, soll er sie befreien oder er nicht? Will er das oder nicht? Was steckt da dahinter? Ja, klingt auch danach, dass sie dann wahrscheinlich auf die Suche gehen nach diesen anderen Fotografien, also so schatzsuchenmäßig da auch mit drin ist. Also es hat schon irgendwie was und ich glaube, das ist so ein Buch, was total bei der Menge an Büchern, was so erscheinen, ist ja auch logisch, ne, untergehen wird, und das fände ich schade, deswegen wollte ich es unbedingt auch hier im Video euch vorstellen. Vielleicht spricht es ja einige von euch an. Ich finde auf jeden Fall, dass es gut klingt, und ja, ich bin sehr auf die Bewertungen zu dem Buch dann auch gespannt, wenn die kommen. So, wir hatten ja jetzt schon 2 Bücher vom Lux Verlag, was Fantasy waren. Es kommen aber natürlich so wie jeden Monat auch einige New Adult Romance Bücher raus, die vielversprechend klingen. Und ich habe also die besten rausgepickt oder die interessantesten, wie man es auch immer sagen will. Es erscheint zum Beispiel auch am 24. November sind wir jetzt schon. Whitestone Hospital, der dritte Teil, Tough Choices von Ava Reed. Ich habe ja den ersten Teil gelesen, der war nur so mittel für mich. Der zweite ist nach wie vor ungelesen in meinem Regal. Ich habe sehr Angst davor, den zur Hand zu nehmen, weil ich befürchte, dass ich die Protagonistin nicht leiden kann. Und der dritte hier, der jetzt Ende November kommt, der wird bei mir noch nicht einziehen. Erst, wenn ich den zweiten gelesen habe, weil der wird drüber entscheiden, ob ich die Reihe weiterlese oder schweren Herzens abbreche, da das nicht nur 3, sondern 4 Teile werden. Und ja, es ist ja eine New Adult Romance, was im Krankenhaus spielt und auch immer wieder diese Krankenhausthematiken von Jungärzten im Fokus hat und eben ja einen oberroten Faden durch alle Bücher gibt es auch und an eben die jeweiligen Liebesgeschichten. Und der dritte Teil hier klingt tatsächlich interessanter als der zweite, was ein bisschen blöd für mich jetzt ist, ja, aber naja, ist halt so. Denn da geht's darum. Macy Jones trägt jeden Tag eine andere Brille, liebt gute Krimis und ihren Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital. Sie hat Freundschaften geschlossen und fühlt sich, als wäre sie endlich angekommen, doch ausgerechnet Grant Masterson bringt alles durcheinander. Der Krankenpfleger, der jedes Mal lächelt, wenn er sie sieht und ihr Herz dabei ein bisschen schneller schlagen lässt. Macy hat nie groß über die Liebe nachgedacht, bis jetzt. Und als Grant sie dann für sich gewinnt, ist plötzlich unklar, ob er sie auch halten kann. Ja, gibt es nicht so viel her.
aber man kennt die Figuren ja schon als Nebenfiguren aus den vorigen beiden Teilen, deswegen, da bahnt sich dann ja meistens schon so ein bisschen was an und deswegen finde ich jetzt nicht schlimm, dass da nicht so viel draufsteht. Ich glaube, dass das aber sympathische Figuren sein werden. Im Gegensatz zu Teil 2, wo mir die Protagonistin schwer fallen wird, glaube ich, dass diese beiden richtig süß miteinander sein werden. Aber ja, ob ich das je kaufen und lesen werde, liegt wie gesagt ganz in den Händen von dem zweiten Teil. Wann ich den lese, weiß ich noch nicht. Ich hatte ihn schon auf Leselisten, aber nicht geschafft. Und ich glaube, dieses Jahr wird es nichts mehr. Also frühestens dann irgendwie im Frühjahr oder so. Ja, weiter geht's am 24. weiter geht's im Lux Verlag. Nämlich kommt auch das neue Buch von LG Shen raus, nämlich Kiss Thief. Das wird ein Einzelband sein von ihr. Das heißt, ich bin vorerst raus, den zu kaufen, denn ich komme bei ihr nicht mal bei den Reihenstarts, die ich da stehen habe, nach. Schande über mein Haupt, ich will die endlich alle nacheinander kaufen und lesen. Aber ja, anderes Thema. Und ich habe euch ja schon in ein paar Videos gesagt, dass ich bei der Autorin, weil ich so hinten nach bin, mich eher auf die Reihen fokussiere, weil ich eher jemand bin, der Reihen liest, als die Einzelbände. Aber auch der Teil, dieses Buch klingt sehr gut. Das Cover finde ich ganz schön mit der Krone da. Ist jetzt nicht das schönste ever im Lux Verlag, aber es sieht gut aus. Mit 432 Seiten wird es auch eine perfekte Länge haben. Und es geht darum. Eigentlich stand für Francesca Rossi, die einzige Tochter eines Mafia-Bosses, immer fest, dass sie eines Tages ihren Kindheitsfreund Angelo Bandini heiraten würde, bis der skrupellose Senator Wolfe Creighton ihr auf einem Maskenball nicht nur einen Kuss stiehlt, sondern auch ihre Zukunftspläne durchkreuzt. Er hat eine Rechnung mit ihrem Vater offen und setzt ihn unter Druck. Entweder Francesca wird seine Frau oder er deckt dessen Verbrechen auf. Plötzlich findet sich Francesca in einer arrangierten Ehe wieder, jedoch nicht mit dem Mann, von dem sie bereits seit ihrer Kindheit geträumt hat. Dennoch erwischt sie sich dabei, wie sie sich danach sehnt, Wolfe noch einmal zu küssen. Also ja, sie dachte eigentlich, ihr Kindheitsfreund ist der einzig wahre und dann kommt dieser Wolfe vorbei. Klingt natürlich wieder sehr toxisch, weil er sie ja in diese arrangierte Ehe zwingt durch Erpressung der Eltern, also ganz, ganz schlimm. Wieder trotz allem, was Romantisches entstehen kann. AJ Shen wird sicher wieder beweisen, dass es irgendwie so schreibt, dass man es nachvollziehen kann. Kann ich mir vorstellen. Es klingt schon wirklich gut, aber wie gesagt, bei mir vorerst wird das nichts, sondern ich konzentriere mich bei ihr auf die Reihen, die auch schon da versauern in meinen New Adult Soup und ja, es ist wirklich traurig. Aber es klingt wirklich gut. Dann erscheint noch ein neuer Reihenstart von Elle Kennedy. Das ist ja eine Autorin, die ist sehr, sehr beliebt, sehr bekannt im New Adult Romance Bereich, aus dem englischsprachigen, und die haben die Reihe jetzt von ihr eingekauft, nämlich Send Over Prep. Der erste Teil wird heißen Der Außenseiter. Es werden drei Teile insgesamt werden. Ich finde die Cover mega schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist Schulwappen, ist zwar nichts Neues, kennen wir jetzt schon von einigen Akademiebüchern, aber es passt, denn auch hier geht es um eine Akademie und deswegen bin ich on board. Außerdem habe ich persönlich von Elle Kennedy noch gar kein Buch gelesen und viele schwärmen von ihrem Schreibstil, dass die toll schreibt. Ich möchte es auch endlich rausfinden und kennenlernen. Deswegen wird das erste Buch sein von ihr, was ich kaufen und hoffentlich auch schnell lesen werde. Es klingt wirklich sehr gut. Und 528 Seiten hat mich auch überzeugt, dass das nicht solche richtig dünnen Büchlein sind, sondern schon solide. Das mag ich persönlich ja mehr. Also ja, für mich klingt das nach dem perfekten ersten Buch der Autorin für mich und meinen Geschmack. Und ja, ich lese euch jetzt mal vor, worum es im ersten Teil gehen wird. Einzelgänger R.J. Shaw könnte nicht genervter sein. Er soll sein letztes Schuljahr auf einem elitären Internat verbringen. R.J. tut alles, um sich an der Sandover Prep nicht einzuleben und macht sich eine Menge Feinde. Erst als er Sloan trifft, die ihn mit ihrer scharfen Zunge und dem Verhalten einer Eisprinzessin sofort fasziniert, senkt R.J. seine Schutzschilde. Aber Sloan ist die eine, die er sich direkt wieder aus dem Kopf schlagen sollte, denn sie ist die Tochter des Schuldirektors und absolut tabu. Klingt das gut oder klingt das gut? Ich finde schon. Es hat für mich ein paar Parallelen vom dritten Teil der Dunbridge Akademie drin, den ich ja sehr mochte. Das war mein Lieblingsteil der Dunbridge Akademie. Ich vergleiche nicht gern Autoren oder Bücher miteinander, aber wenn man halt so Vibes kriegt, erwähne ich es halt gern mal so nebenbei. Natürlich wird es ein komplett anderes, eigenständiges Buch sein, ist ja klar. Klingt auf jeden Fall gut. Wenn der Schreibstil wirklich so gut ist, wie alle sagen, werde ich das lieben. Und ich hoffe es echt. Ich hoffe, es geht in die Tiefe. Ich hoffe, es hat ernste Themen drin, Probleme, so wie ich das gern lese bei New Adult. Ich habe sehr, sehr gutes Gefühl. Sehr, sehr gut.
ich hoffe, ich werde den Typen mögen. Und ich hoffe, es wird beides aus der Ich-Perspektive. Also zwei Perspektiven und aus der Ich-Perspektive wären Träumchen. Also wenn sie, wenn es so ist, ja, dann freue ich mich maximal drauf. Also ja, ist für mich Must-Buy. Ja, was noch ein absoluter Must-Buy für mich ist, ist das Buch, das schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal verschoben wurde. Jetzt kommt es endlich raus am 24. Nämlich Like Words on Our Skin von Mavis Soheil, der zweite Teil der Like This-Reihe. Und ja, ihr wisst, ich habe den ersten geliebt, vor allem habe ich mich in diesen Schreibstil so verliebt, ja, und weil das Ganze auch noch in Wien spielt, ist das für mich so, so nahe. Ich kann euch nicht sagen, warum, weil hier geht es eigentlich um ein Mädel mit, ja, Migrationshintergrund kann man nicht sagen, sie ist, glaube ich, hier geboren gewesen, aber halt die Eltern haben Migrationshintergrund und so, und das ist ja jetzt nichts, womit ich persönlich jetzt so relaten kann, aber ich konnte mit der Figur und ihren Gefühlen mich so identifizieren, ja. Und ich konnte so nachvollziehen, es waren so viele kleine Dinge, so viele Details drin, die ich so, so geliebt habe. Und ich freue mich so sehr, jetzt endlich was Neues von der Autorin lesen zu können. Hier gibt es keinen Klappentext nach wie vor. Es steht einfach nur romantisch mitreißend, absolut einzigartig und der zweite Teil kommt. Es geht auf jeden Fall um jemanden von den Geschwistern. Von dem männlichen Protagonisten aus Band 1, der hat nämlich mehrere Geschwister und es wird wohl wieder in Wien spielen, weil die ja in Wien leben und ich bin absolut voller Vorfreude. Ich persönlich brauche da keinen Klapptext, für mich ist es ein Must, weil ich will sofort kaufen und lesen. Vielleicht will ich es dann sogar schon im Dezember lesen, ich glaube nicht, dass ich lange warte, also spätestens im Jänner ist es dran. Ja, ich freue mich wirklich sehr, in diesen Schreibstil erneut einzutauchen. Das Buch wird 528 Seiten haben und ich werde jede Seite davon lieben. Ich weiß es einfach. Es gibt so Autoren, wo man erst ein Buch oder so gelesen hat, aber wo man es einfach weiß. Ja, und auch am 24. erscheint dann ebenfalls im Lux Verlag auch noch Seoul Mates, Always Have and Always Will von Susan Lee. Ich muss sagen, da finde ich das Cover jetzt nicht so schön. Es ist jetzt nicht hässlich oder so, aber ich finde es ein bisschen langweilig und einfallslos. Die fliegenden Blüten da in dem Hin und Her ist okay, aber... Für mich clashen so ein bisschen die Farben, diese Art von Rosa und Lila. Es ist wie gesagt in Ordnung, aber der Lux Verlag macht halt immer so Bombencover, dass wenn ein Cover so ganz okay ist, man sich denkt, hä, es ist der Lux Verlag. Ist das nur bei mir so oder bei euch auch? Ne? Also ist natürlich eh egal, es kommt auf Inhalt an, aber es ist immer, die bringen so tolle, schöne Bücher raus. Da bin ich dann immer, wenn dann mal so ein Cover kommt, so... Bei einem anderen Verlag würde ich sagen, richtig schön, cool. Und beim Lux Verlag sage ich dann so, okay, ja. Aber gar nicht böse gemeint. Es sieht trotzdem gut aus. 368 Seiten. Und ich glaube, es ist ein Einzelband. Es geht um Hannah Cho. Die kann sich nichts wirklich Schöneres vorstellen, als ihre Sommerferien mit Jakob Kim zu verbringen. Seitdem ihr ehemals bester Freund vor 3 Jahren von seinem Besuch in Korea einfach nicht mehr zurückkam und dort der größte K-Drama-Star der Welt wurde, haben die beiden kein Wort mehr gewechselt. Doch jetzt ist er zurück in San Diego, um eine Pause von seinem Ruhm zu bekommen. Hannah will mit all dem und vor allem Korea nichts zu tun haben. Aber sie kann auch das verräterische Flattern ihres Herzens nicht leugnen, das plötzlich wieder so stark ist wie nie zuvor, seitdem der gut aussehende Schauspieler ihn nicht mehr von der Seite weicht. Ja, also es geht nicht um K-Pop, sondern K-Drama-Schauspieler, was ja auch mega, mega beliebt ist die letzten Jahre immer mehr. Ich finde es komisch, dass, wenn sie beste Freunde waren, 3 Jahre lang er Funkstille hatte, nur weil er in einem anderen Land war. Also ich finde, wenn man wirklich gut befreundet war, das komisch. Also ich hoffe, er hat einen Grund dafür, einen triftigen Grund. Ansonsten fände ich das ein bisschen doof. Ansonsten klingt das Ganze natürlich etwas überzogen und klischeehaft, weil er ist nicht einfach nur ein beliebter K-Drama-Star, sondern gleich der größte der Welt. Ich verstehe nicht, warum bei so Büchern immer der beliebteste Band der Welt, der beliebteste Schauspieler der Welt. Warum kann das nicht so eine Mittelklasse-Schauspieler sein, der gut verdient und der auch bekannt ist und seine vielen Fans hat, aber nicht gleich der weltberühmteste ist? Also das ist für mich immer so zum Augenrollen. Aber naja, sei es drum, es klingt süß, es klingt vorhersehbar, es klingt wie was, wo ich sage, ja, würde mir Spaß machen, zieht bei mir aber zumindest vorerst nicht ein, weil es, glaube ich, eben auch ein Einzelband ist und ich habe zwar Bock auf solche K-Drama-Bücher grundsätzlich, aber irgendwie nicht mehr so viel wie noch vor einem Jahr und ja, deswegen ist das was ich irgendwie so im Hinterkopf behalte. Ich bin auf die Rezis gespannt, ich glaube aber, es ist so niedlich für zwischendurch, das wird dann auch als E-Book reichen.
Ja, dann weiter am 24. aber nicht mehr im Lux Verlag, sondern im Loomlight Verlag. Die bringen ja immer wieder auch tolle Romantasy-Bücher raus. Die lassen es auch krachen im November, weil der neue Rheinstadt von Melanie Lane kommt. Melanie Lane hat ja jetzt schon einige High Fantasy, eher das, die vorige Reihe ist eigentlich Urban Fantasy und Romantasy. Und ich habe von ihr diesen anderen Rheinstadt als Hörbuch gehört, den fand ich ganz gut. Aber ich glaube, mein Problem war, dass es als Hörbuch nicht so gut funktioniert hat, wie wenn ich selbst gelesen hätte. Eventuell gebe ich dieser Reihe von ihr, die ist nämlich auch noch laufen, ich glaube, das wären 6 Teile insgesamt, gebe ich vielleicht eine Chance, nachdem ich dieses Buch gelesen für gut befinde. Ist nicht zum Ausschließen. Nämlich erscheint von ihr jetzt Infernas, King of Ash. Ein absolut schönes Cover haben sie gezaubert. Richtig toll. Und was auch toll ist, dass der Loomlight Verlag endlich das Logo geändert hat. Denn die hatten immer diesen hässlichen knallweißen Fleck unten in der rechten Ecke des Buchs, was das Cover schon hässlich macht, muss ich sagen. Und jetzt haben die auch so richtig schön das Logo unten. Ich blende euch ja hier ein. Das sieht richtig toll aus. Also ich freue mich so sehr, weil ich Loomlight schon wirklich als Verlag gern habe und da immer wieder gern noch eine Chance gebe. Und ich finde das toll, dass das Logo jetzt richtig schön sich ins Cover einfügt, nicht so wie früher. Und das Cover selbst, wie gesagt, sieht ganz toll aus. Mir gefällt sehr, sehr gut. Ja, ist auch eine Karte drin, sehe ich gerade. Und das ist der erste Teil, ich weiß nicht, wie viele Teile das werden, ob das 2 oder sogar mehr werden, der Infernas-Reihe. Und es wird 544 Seiten haben, also relativ dick sogar sein, was mich freut. Gerade bei Fantasy freue ich mich immer, wenn die Bücher ein bisschen dicker sind. Ja, und ich hoffe, es wird so richtig gut. Also ich habe ein richtig gutes Gefühl. Kennt ihr das? Bei manchen Büchern habt ihr so ein Gefühl, ja, das wird ein Highlight oder das wird zumindest so mega, mega gute Unterhaltung bringen. So geht es mir bei dieser Geschichte. Und zwar geht es darum, 7 Jahre ist es her, dass Everly dem Daemon Dante für sein Schweigen einen Gefallen versprach. Als Winterhexe ist ihre Magie an die Jahreszeit ihres Zirkels gebunden, oder sollte es sein? Denn Everlys Magie ist frei und ungezähmt. Nun ist Dante zurück und verlangt, dass Everly ihn nach Infernas begleitet, eine Dimension aus Feuer und Asche, der Tod für jede Hexe. Everly hat keine Wahl, ihr Wort bindet sie. Dass der attraktive Herrscher von ihr will, weiß sie nicht. Doch jemand scheint Everlys Geheimnis zu kennen und hat sie in der Hand. Als Spionin soll sie Dante in sein Reich folgen. Die Leidenschaft, die zwischen ihnen brennt, macht ihre Aufgabe allerdings unmöglich. Das klingt so gut. Also sie schuldet eigentlich diesen, so wie ich das verstehe, schuldet sie eigentlich diesen Dämon Dante einen Gefallen für damals. Und er sagt, der Gefallen ist, dass sie ihn in dieses Reich, in sein Reich begleitet, was für sie total gefährlich ist. Dann hat sie aber noch jemand anderer, der hier ohne Namen, also mit Namen nicht erwähnt wird, in der Hand, weil er das Geheimnis kennt, und zwingt sie nun, mit dem Dante eben mitzugehen und ihn aber auszuspionieren. Aber sie will und kann das nicht, weil sie für den Dante Gefühle entwickelt. Also, oh, das wird mega catchy. Ich glaube, mit einigen Twists. Urban Fantasy über einen verhängnisvollen Pakt zwischen einer Winterhexe und Dante, dem Herrscher der Hölle. Spicy New Adult Fantasy. Ich glaube, ich werde das lieben. Der zweite Teil, hier steht schon drunter, der zweite Teil Infernas 2 wird heißen Queen of Embers und erscheint im April dann. Da haben wir nicht mal lange Wartezeit. Wow, cool. Ich liebe das. Also ich muss euch sagen, ich bin da richtig gehypt drauf. Ich glaube, man merkt es mir an. Ich möchte das sehr schnell auch lesen. Ich möchte, dass das gleich einzieht und bin maximal gehypt. Es geht weiter am 24. Im One Verlag kommt auch was raus, was sie eingekauft haben. Da haben sie jetzt auch vor kurzem den zweiten Teil, also das Cover Review von Band 2, haben sie auch schon veröffentlicht. Und der erste erscheint jetzt am 24.11. um 18,50 Euro. Cast in Firelight, Magie der Farben von Dana Swift. Cover ist eigentlich ganz süß, ganz niedlich, wobei der Zeichenstil mir etwas zu comichaft ist, ich kann es anders nicht sagen. Also es ist schön, aber es ist jetzt nicht mein favorierter Zeichenstil. Weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber es ist wirklich schön. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich hatte lange überlegt, ja, es klingt eigentlich ganz cool. Ups, jetzt hänge ich schon hier an meinen Blumen hinten. Es klingt eigentlich ganz cool.
wird auch eher, also allein von den Gewändern, die die beiden Figuren hier tragen, so in diese Richtung à la Aladdin geht, Tausend eine Nacht mäßig sein, was jetzt nicht mein Lieblingssetting ist, aber es ist was, wo nicht so oft was kommt. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil so viele Bücher, ihr habt es ja jetzt schon im Laufe des Videos gesehen, kommen, die auf jeden Fall Must-Buys für mich sind. Und ja, deshalb ist es bei mir draußen. Ich werde es aber im Blick behalten und ich bin gespannt auf die Rezis. Darum wird es gehen. Adra ist die Thronerbin des Landes Belvar, eine talentierte Magierin, die sich ihrem Volk beweisen will. Yatin wird einmal der König des Nachbarlandes Naupure werden. Die beiden wurden einander als Kinder versprochen, doch als nun Kriminelle in Belvar plötzlich nach der Macht greifen, kreuzen sich ihre Wege schon früher als geplant. Jedoch erkennen sie einander nicht, weil sie sich zu ihrem eigenen Schutz als jemand anders ausgeben. Maskiert und unter falschen Namen schließen sie sich zusammen, um unerkannt ihre Länder zu retten. Und während sie ihre wahre Identitäten voneinander verbergen, müssen sie lernen, dem anderen zu vertrauen, wenn sie das wahre Übel besiegen wollen. Ja, also wie gesagt, es kommen eine Menge Bücher raus, deswegen ist es von meiner Liste geflogen und weil ich denke, dass es mir zu jugendlich sein wird. Zu jung. Das ist einfach so ein Feeling, was ich habe, dass mich das nicht so komplett umhaut und mich nicht so komplett begeistert. Und allein diese Tatsache, dass sich die beiden nicht nur kennen, sondern sogar Verlobte sind, aber nicht erkennen, auch nicht an der Stimme oder so, finde ich irgendwie komisch. Ja? Also wenn die sich öfter schon getroffen haben, dann wissen die auch, wie der andere vom Körper her aussieht und geht und sich bewegt. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn es gerade zufällig die zwei Verlobten dann sind. Also das ist mal zu viel Zufall und da bin ich dann schon draußen. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie einige das finden werden, wie die Bewertungen sein werden. Es kann ja, wenn es für richtig ein Highlight für alle ist, für mich, bei mir ja später irgendwann auch einziehen. Aber aktuell ist es bei mir nicht auf der Kaufliste drauf. Ja, normalerweise stelle ich ja keine Mangas in den Neuerscheinungen vor, weil für mich das einfach getrennt von Büchern ist, aber es ist eine große Ausnahme, was jetzt am 28.11. erscheint für mich und ja, hier geht es ja um meinen Buchgeschmack auf meinem Kanal, deswegen nehme ich es hier mit ins Video rein, weil ich mich maximal vorfreue, denn ich habe einen allerliebsten Lieblingsmanga, eine Lieblingsmanga-Reihe aus meiner Jugend, die ich nicht mehr hier habe und den es schon seit Jahren nirgends mehr zu kaufen gibt und es kommt jetzt die Neuedition, meine so sehr gewünschte Langer sind die neue Edition davon raus, die Pearl Edition. Insgesamt in 10 Bänden. Die ursprüngliche Reihe waren 20 Bände lang. Das heißt, es ist pro diesen 9 Bändern sind 2 der Originalteile drin. Also das sind diese dickeren Mangas, was jeweils 10 Euro kosten. Und ja, es erscheint von Kaoriyuki Angel Sanctuary. Es ist der beste Manga ever und ich nehme euch das hier rein, weil ich will, dass ihr das alle lest. Selbst wenn ihr sonst keine Mangas lest, wenn ihr Dark Fantasy mit Gothic Noir Touch, mit Engeln und Dämonen, mit der Hölle, mit den verschiedenen Schichten der Hölle, mit einer verbotenen Liebe, mit der ganz tragischen Romance drin, mit ganz tollen Charakteren, mit vielschichtigen Figuren mögt und auch noch mit einer Portion super tollen Humor, trotz aller Ernsthaftigkeit, dann lest bitte Angel Sanctuary, wenn ihr es noch nicht kennt. Vertraut mir da, also ich könnte von kein Manga und kein Anime so sehr schwärmen wie von Angel Sanctuary und ja, ich werde das sofort kaufen. Ich bin froh, dass ich jetzt diese 10 neuen Bände nacheinander sammeln kann, die Reihe endlich wieder nach über 10, 12 Jahren lesen kann, oder noch länger ist es her, oh mein Gott, ist schon ewig her, dass ich die wieder lesen kann, weil ich die eben nicht mehr hier habe und werde das dann auch tun und euch zuschwärmen und der Zeichenstil ist übrigens auch göttlich, ich kann das anders nicht sagen, Kaoriyukis Stil ist so toll. Die hat sich vor allem damals, ich sag, der Manga ist ja schon 20 Jahre oder so alt, sie hat sich damals von Gothic, generell von der Gothic-Subkultur, aber auch ganz viel von Visual Kei beeinflussen lassen und das merkt man so sehr, allein wie sie die Mode auch einbaut und es ist einfach diese Details, die sie zeichnet, ich liebe ihren Stil unglaublich sehr und ich kann euch allen eben diesen Manga sehr ans Herz legen. Er ist wirklich mega gut auch durchdacht und es kommen viele Twists vor und ihr werdet die Figuren ins Herz schließen und ja, ganz große Liebe. Und wenn ihr den ersten Teil dann lest
und euch denkt, ist ganz okay, aber jetzt nicht ein Highlight. Es geht eigentlich erst ab dem, ab wann ging es so richtig los? Ich würde sagen, so ab dem zweiten oder dritten Manga ging es so richtig krass los. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich von der Pearl Edition erst am Ende von diesem ersten neuen Band richtig abgehen, ja. Und dann ab dem nächsten, was dann im Februar kommt, Leute, ich sag's euch. Also, wenn ihr den ersten hier kauft und lest, auf jeden Fall mindestens auch den zweiten, weil dann seid ihr überzeugt. Ja? Also ja, ich freue mich maximal und deswegen hier auch mit dem Video. Angel Sanctuary von Koryuki kommt endlich als neue Edition auf Deutsch raus und ich werde die sammeln und dann habe ich die alle im Regal und kann die immer wieder lesen und betrachten und durchblättern und freue mich schon sehr. Am 29. November erscheint dann auch Dear Heart, I Hate You, der zweite Teil der Eastern High-Reihe von Elijah Greenwood aus dem Carlsen Verlag. Ich habe den ersten ja gelesen und ich mochte ihn überraschend gern. Das war ein 4-Sterne-Buch, hat Lesespaß bereitet, waren tolle Ideen drin, tolle Romance, nur das Ende kam mir ein bisschen zu kurz. Aber ich möchte trotzdem die Reihe weiterlesen, denn hier im zweiten Teil geht es um die beste Freundin und von ihrem Liebesleben und dem ganzen Chaos drumherum hat man in diesem ersten Teil schon am Rande immer wieder mitbekommen. Und der Teil wird auch vor dem ersten Teil spielen, zeitlich gesehen spielt es davor und der dritte Teil geht dann auch noch um die Freundin, also das wären zwei Teile und das gleiche Pärchen und der spielt dann danach. Klingt ein bisschen kompliziert, aber so kompliziert ist es gar nicht. Und zwar geht es darum, alles beginnt mit einer Stellenausschreibung, Haussitter für den Sommer gesucht, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen. Dass die Anwesenheit eines eingebildeten Basketballers Teil des Deals ist, begreift dir jedoch erst, als es schon zu spät ist. Finn Richards, arrogant, heiß, unheilbar kaputt und wild entschlossen, dir zur Kündigung zu bewegen. Dennoch braucht dir das Geld. 2 Monate wird sie definitiv aushalten können, das nimmt sie sich fest vor. Auch wenn sie sich bald nicht mehr sicher ist, ob sie ihm lieber den Kopf oder die Klamotten vom Körper reißt. Will. Es ist definitiv Hate to Love und es wird total kompliziert zwischen den beiden. Es wird ganz viele Themen zwischen denen geben. Also richtig, richtig toll. Es ist auch eine TikTok-Sensation und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also bei mir zieht es ein. Der dritte wird dann auch der letzte Teil sein, dann ist die Reihe abgeschlossen. Also wie gesagt, der zweite und dritte gehen um dieses Pärchen dann. Oh, der Klappentext von Teil 3 ist noch immer nicht online, auch wenn man schon das Cover auf Instagram gesehen hat. Das könnt ihr euch also bei Insta, beim Carlsen Verlag schon anschauen. Sieht aber so ähnlich gestaltet auch aus. Ja, ich freue mich sehr drauf. Wirklich, ich freue mich sehr. Möchte ich dann eigentlich auch recht schnell lesen, dass ich da up to date bleibe bei der Reihe. Am 30.11. kommt dann Bridge Kingdom Band 2 raus aus dem Piper Verlag. Da habe ich den ersten Jahr gelesen bzw. als Hörbuch gehört, jetzt Anfang Oktober beendet. Ihr hört also meine Meinung und meine Bewertung zu Bridge Kingdom im Lesemonat Oktober. Der kommt ja auch bald online auf meinem Kanal demnächst. Und ich kann euch so viel sagen, es war nicht das Beste, das Buch fast nur als Hörbuch zu hören. Ich habe ein bisschen zwischendurch gelesen, aber großteils gehört. Es wäre besser gewesen, alles zu lesen. Ich glaube, bei High Fantasy ist das mit dem Hörbuch einfach nichts für mich, aber ich gebe nicht auf. Aber so oder so war vor allem das Ende von Bridge Kingdom so, dass ich den zweiten Teil weiterlesen will. Und ich glaube, der zweite, der wird einen draufsetzen und besser als der erste. Also wird er auch bei mir einziehen. Den möchte ich dann geplant komplett lesen und nicht das Hörbuch hören. Ja, also das ist so, ja, meine Gedanken zu Bridge Kingdom. Also an alle, die den ersten schon gelesen haben oder den zweiten auch gleich blind kaufen wollen, am 30. kommt er raus. Ja, und am 30. erscheint dann auch noch von Katinka Engel This Is Our Life, der zweite und auch letzte Teil der Hollywood Dreams Reihe von ihr. Ich habe aktuell den ersten noch nicht gelesen, aber 2 Freundinnen von mir lesen den gerade und beide reden eigentlich positiv davon und ich vertraue da so sehr darauf, dass ich den zweiten, weil ich glaube nicht, dass ich den ersten schaffe zu lesen bis Ende November und wegen dem bunten Buchschnitt, ihr seht es ja hier eingeblendet, muss er natürlich gleich bei mir einziehen, blind, was ich normalerweise nicht oder nur sehr ungern tue, aber ich vertraue da der Meinung der beiden so sehr, dass es bei mir einziehen wird und die Reihe ist ja auch nach 2 Teilen abgeschlossen. Hier geht es ja um einen Hollywood-Star, der in einer Netflix-Serie spielt und die Praktikantin, die plötzlich seinen Co-Star spielen soll, ganz spontan. Und er verabscheut sie eigentlich, aber die beiden kommen sich dann nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera plötzlich näher. Also auch so ein bisschen Hate-to-Love-Vibes drin und allein so dieser Dreh dieser Netflix-Serie
Serie wird sicher mega spannend werden. Ich vertraue da einfach drauf, auf mein Bauchgefühl, auf die Meinung meiner beiden Freundinnen, auch auf die allgemeine Bewertung, die gut ist, und werde den blind kaufen und hoffentlich die Reihe dann auch zeitnah lesen, weil ich bin richtig gespannt auf dieses Dreh der Netflix-Serie und alles drumherum, eigentlich total mein Thema, deswegen lang soll es eh nicht am Sub sein. Und das war's schon. Schon ist gut. Das waren die interessantesten Bücher in meinen Augen, die im November auf uns zukommen, die Neuerscheinungen im November 2023. Ja, es kommen ziemlich viele Reihenstarts und auch ein paar Einzelbände raus. Relativ wenig Fortsetzungen. Ja, also von den Fortsetzungen her war recht wenig dabei. Und dafür richtig viele neue Starts, wo ich sage, oh Gott, shut up, take my money. Was sagt denn ihr? Wird bei euch der November eher gut oder nicht so gut, je nachdem, wie man es betrachtet? Also werden viele Bücher bei euch einziehen oder ist für euch nicht so viel dabei den Monat? Für mich, habt ihr gesehen, ist einiges dabei, ein paar Wackelkandidaten noch, aber auch ein paar richtig krasse Must-Buys, die ich unbedingt sofort kaufen und zeitnah lesen möchte. Die ziehen sofort bei mir ein. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu den Büchern. Worauf freut ihr euch am meisten vor im November? Was ist so euer Highlight? Welche Bücher sind so die, wo ihr sagt, ach, ich kann es nicht erwarten, dass ich die endlich in den Händen halte? Schreibt mir wie immer gerne alles unter die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Kommentar, auf Austausch mit euch, ihr Lieben. Ich danke euch sehr beim Zusehen bei diesem Neuerscheinungsvideo für den November. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder mit ein. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss!